Hallo zusammen, ich heiße Lynn Leiter und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel. Heute schauen wir uns das Simple Present an, bekannt auch als Present Simple. Wir haben hier einen Beispielsatz. I eat chocolate. Simple Present ist relativ einfach zu bilden. Wir brauchen als erstes ein Subjekt, also die Person, die in dem Satz etwas macht. Dann brauchen wir ein Verb. Und das Verb steht dabei im Infinitiv, also in der Grundform. Wir müssen an dem Verb also erstmal nichts ändern. Die Ausnahme hierbei ist die He-She-It-Form. Haben wir als Subjekt ein He, She oder It, dann müssten wir an dem Verb ein S dranhängen. Also he, she oder it plus verb plus s. Vielleicht kennt ihr sogar den Spruch bei he, she, it, das S muss mit. An manchen Verben müssen wir nicht nur ein S dranhängen, sondern ein ES. Das ist für die Aussprache. Wir würden zum Beispiel sagen, I watch, aber he watches. Das gilt für die meisten Verben in der He-She-It-Form, die auf einem Ch-Laut enden. Also watch, watches, catch, catches, teach, teaches. Bei manchen Verben, die auf einem Y enden, müssen wir in der He-She-It-Form aus dem Y ein IE machen und dann ein S dranhängen. Zum Beispiel bei cry, I cry, aber he cries mit IES. Wenn wir ein Verb ganz normal konjugieren, dann würde es im Simple Present so aussehen. I eat, you eat, he, she, it eats, we eat, you eat, they eat. Wir denken also dran, bei he, she, it, das S muss mit. Simple Present beschreibt eine Handlung, die regelmäßig stattfindet. Sind wir uns unsicher, ob wir Simple Present brauchen oder eine andere Zeitform, so ist es immer sinnvoll, mit jeder Zeitform die Signalwörter auswendig zu lernen. Die Signalwörter wären zum Beispiel every day, every week, every year. Das heißt also jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr. Sometimes ist manchmal. Always ist immer. Usually, gewöhnlicherweise. Normally, normalerweise. Regularly, regelmäßig. Often, oft. Und rarely, selten. Zeitangaben stehen im Englischen normalerweise entweder ganz am Anfang oder ganz am Ende des Satzes. Wir können also zum Beispiel sagen, every day I eat chocolate oder I eat chocolate every day. Das geht beides. Die Ausnahme hierbei sind die sogenannten Häufigkeitsadverbien. Die habe ich hier markiert. Sometimes, always, usually, normally, regularly, often, rarely sind Häufigkeitsadverbien. Wollen wir einer von diesen Wörtern in dem Satz hier oben einbauen, dann muss es immer zwischen dem Subjekt und dem Verb stehen. Zum Beispiel, I sometimes eat chocolate. Also hier zwischen Subjekt und Verb. Jetzt wissen wir, wie wir Aussagensätze bilden. Wollen wir den Satz einmal verneinen, dann würde es in etwa so aussehen. I do not eat chocolate.
Also wir haben ein Subjekt. Du agiert als Hilfsverb. Not und dann das eigentliche Verb. I do not eat chocolate. Wir können auch aus dem do not ein don't machen. I don't eat chocolate. Geht genauso. In der he, she, it Form müssen wir so verleihen. He, she oder it does not. Und Achtung, jetzt haben wir an dem do ein es gehängt. Jetzt steht das Verb wieder in der Grundform. He does not eat chocolate. Ähnlich ist es auch bei der Fragestellung. Da würden wir sagen, do I eat chocolate? Esse ich Schokolade? Wir haben das Hilfsverb do, ein Subjekt und dann das Verb. Oder aber in der he, she, it Form würden wir sagen, does he, she oder it eat chocolate? Auch hier haben wir wieder an dem du ein es gehängt und hier an dem eigentlichen Verb also dann kein es mehr. Das Verb steht in der Grundform. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Vielen Dank für das Ansehen. Klicke, like, share und bis zum nächsten Mal. Tschüss!